Mach den ersten Schritt. Unter diesem Motto stand am Sonntag in der Sporthalle Ost und davor alles unter dem Zeichen Nordic Walking, womit es das Folgende auf sich hatte. Das ist der erste große Gesundheitsevent hier in Gießen, das Turnraum Mittelhessen. Und wir haben eingeladen die Sportlegende Rosi Mittermeier und den Christian Neureuther. Und die hatten folgende Tipps mitgebracht. Dass das Wichtigste ist, normal im Leben zu bleiben, normal zu gehen und sich zu freuen und innerlich bereit sein, dass man sich bewegt und dass es nur gut ist, dass man nette Menschen um sich herum hat, dass wir uns unterhalten können und dass es nicht auf Geschwindigkeit ankommt. Es kommt natürlich auch auf eine gute Technik an, weil dann bringt es mehr, weil dann sind die Muskeln wirklich, sind über 90% der Muskeln im Einsatz. Aus dem Grund ist es natürlich gut, wenn man gute Technik macht. Und die kann man ja lernen bei Sportstudenten oder in einem Kurs. Aber normal, wer gehen kann, kann auch Nordic Walken. Mein Vater hat gesagt, du darfst nur eine Frau heiraten, die Nordic Walken kann. Und dann bin ich auf die Winkelmoosalm rauf und dann habe ich Rosis Mutter gefragt, kann die Rosi auch mit den Stecken gehen? Und dann hat sie gesagt, ja, die ist ja mit den Stecken auf die Welt gekommen. Und das ist der einzige Grund, weshalb ich diese Frau geheiratet habe. Dann kam sie zurück. Christians Märchenstunde.